Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir gehen weiter rein in das Album von Elif und ich freue mich sehr drauf. Wir sind natürlich auch morgen wieder am Start. Ich habe schon ein paar Kommentare gelesen, dass sich auf morgen einige Leute freuen. Bis jetzt, die Tracks, natürlich die mit Musikvideo uns angehört haben, waren sehr abwechslungsreich. Und gestern Himmel hat mir super gefallen. So ein ehrlicher, so ein schöner Song gewesen. Jetzt heißt der nächste Song Lonely. Und ich freue mich drauf. Ja, ey, ich vermisse so ein bisschen das Musikvideo immer, wisst ihr? Ich will immer noch so ein cooles Musikvideo sehen. Aber wenn wir es nicht bekommen, ist auch nicht schlimm. Ich freue mich drauf, wir gehen rein. Let's go. Holy shit. Da geht's direkt los. Oh ey, auf einmal Judy on the beat. Mein Telefon ist jeden Tag besetzt. Sie wollen mit mir kuscheln und dann reden. Next. Doch ich lasse sie niemals in mein Bett. Oh, an irgendwas erinnert mich das. Ich glaube an einen K-Pop-Song. Oh, an irgendwas erinnert mich das. Mich ihr Leben und mich Babe. Denn sie wissen, sie sind Loser und ich great. Wieso sollte ich jemals auf ein Date? Die Jungs da draußen sind doch alle fake. Ich bin lonely, immer lonely. Boah. Na, ich glaube, dieses Lonely fühle ich nicht so sehr, muss ich sagen. Ich mag das, ich mag den Beat sehr gerne und auch dieses Hey im Beat. Aber dieses Lonely fühle ich, glaube ich, nicht so sehr. Ich bin lonely, mein Lonely. Du willst, dass ich deine Freundin bin. Aber rede nur von mir und hör nicht hin. Ich habe keine Zeit und mach mein Ding. Und jammer dabei rum, dass ich kein Find. Boah, ich mag den Vibe vom Song richtig. Der gibt mir so richtig 2015er... Radiosong Sommer-Vibes irgendwie. Vom Feeling her. Dieses Lonely mag ich nur nicht so gerne. Ja, wobei es könnte auch mit der Zeit geil werden. Ich mag die Melodie, aber ich mag irgendwie nicht, wie es nicht. Ich bin nicht so der Fan davon, wie es sich anhört irgendwie. Tut uns leid, alle heiraten, doch du bist nie bereit. Geh auf eine Hochzeitsfeier an das Mike. Sag, ich gehöre nur mir, sonst. Habt ihr aber auch diesen Vibe so, diesen 2015er, 16er Radiosong-Vibe oder bin ich gerade der Einzige? Aber irgendwie habe ich diesen Vibe voll. Cousins fragen, meinst du das denn ernst? Ich sag, sehe ich aus wie ein Scherz. Ein bisschen, manchmal. Spaß. Wir und bin trotzdem nicht allein. Und alles kommt genau zu seiner Zeit. Das ist irgendwie voll so dieser lockere, luftige, leichte Song. Natürlich auch mit so einer ernsten Message wieder, dass sie immer alleine ist, nicht den richtigen findet, nicht weiß, was richtig ist. Alle sind irgendwie kacke zu ihr und sie findet niemanden, wo sie sich dran halten kann, sag ich mal. Aber trotzdem mit da so einem luftigen Vibe. Ich mag den Beat sehr gerne. Der Beat ist sehr, sehr schön, finde ich. Und dieses Hey. Nice. Alright, ey, sehr kurzer Song, ne? 2 Minuten 6, da kam mir fast ein bisschen länger vor, weil da echt relativ viel passiert ist. Aber ich sehe auch mein Video, ist, ey, es wird ein sehr kurzes Elif-Video heute. Es tut mir leid. Der Song ist relativ kurz, I'm sorry, Leute. Ey, aber auf jeden Fall so ein lockerer, luftiger Song, wie schon eben gesagt. Mit so einem ernsten Thema, was aber sich trotzdem so mich an irgendwas erinnert hat vom Vibe her. Vielleicht war es auch dieses Hey im Beat, was halt früher des Öfteren so gemacht wurde. Aber wenn man das vergleicht mit Himmel zum Beispiel oder auch mit Endlich tut es wieder weh, so unterschiedlich vom Sound her, oder? Da merkt man, wie vielseitig Elif ist oder wie vielseitig sie auch Songs machen kann. Auch wenn mir dieses Lonely vielleicht nicht so 100% gefallen hat, fand ich es mega interessant, so einen Song zu hören und allgemein der Vibe davon war so locker luftig irgendwie. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Song, weil da habe ich wirklich einige DMs und Kommentare bekommen,
dass mir der sehr, dass mir der wohl sehr gut gefallen würde und dass der sehr, sehr gut bei euch zumindest angekommen ist. Ich freue mich drauf. Schreibt mir gerne mal hier rein. Erinnert euch dieser Song auch an irgendwas im Hinterköpfchen? Und auch eure Meinung mal zu diesem Lonely gerne in die Kommentare hauen. Ansonsten heute ein sehr kurzes Elif-Video. Tut mir leid, Freunde. Aber wir sehen uns ja natürlich morgen schon wieder mit einem weiteren. Und ich freue mich sehr darauf. Bis dahin hoffe ich, dass ihr einen wunderbaren Tag habt. Bleibt alle einfach mal so fresh und gut aussehend wie immer. Und dann sehen wir uns. Tschüssi.